Papst, kann man schon fast sagen. Und bei dem durfte ich schon als kleines Kind mittippeln und mit dem durfte ich die ersten 3 Jahre verbringen. Und dann kam ja dann später, es kam ein wunderbarer Priester, sage ich ganz laut in Zeiten wie diesen, der mich nicht missbraucht hat, sondern der mich gespiegelt hat und gefördert hat. Und alle Gedanken, die ich schon hatte, die altklugen und ganz wahrgenommen hat und mir gesagt hat, du bist schon eine alte Seele, aber das ist alles gut so, was du denkst und fühlst und mich raustreten hat lassen in der Kirche. Jeden Sonntag durfte ich Briefe der Apostel lesen von 12 bis 15 und dem ich ganz, ganz viel verdanken muss. Und dann kam später nochmal ein großer Mentor, dieser große Ganzheitsmediziner, von dem auch natürlich immer wieder Gedanken einfließen in meine Bücher und dem ich da begierig zur Seite stand und natürlich auch viele Dinge wieder gespiegelt bekommen hatte und wusste, das ist auch wahr und das ist auch so gut, wie du das fühlst. Und nie mehr wieder habe ich so einen Arzt, kann ich gut sagen, oder Ganzheitsmediziner getroffen, der alles zusammengenommen hat, der hatte eine Sternwarte, der war ein guter, der war ein Internist, aber der war auch ein Humorist, der war damals schon ein Osteopath, der hat also Familienversöhnung gemacht, Zusammenführung gemacht, heute sagt man Aufstellung und dann schickt man oft den Aufgestellten nach Hause und da ist dann niemand mehr, aber ist egal. Jedenfalls, er hat sehr, sehr viel Heilung über die Menschen gegossen und ich war Zeuge, ich war immer Zeitzeuge und es war natürlich wunderbar. Und jetzt immer wieder in meinen Büchern verstecke ich das hinter einem Suppentopf oder hinter einer alten Gartenschere oder auch bestimmte philosophische Dinge, die ich so fühle im Laufe der Jahre. Das ist ja auch wichtig, 65 Jahre jung wäre ich heuer im August. Das muss man sich mal vorstellen mit meinem Kinderpopo im Gesicht. Und ja, aber das ist wunderschön. Jede Falte ist willkommen, nur herein damit. Und das ganze Gezetere, was wir jetzt haben, wir Frauen, mit den vermeintlichen klimakterischen, menopausischen, hysterischen Beschwerden und was man uns da einreden will –